Heute geht es, ja genau, endlich wieder ums Abschalten. Genauer gesagt darum, welche Einstellung du auf deinem iPhone abschalten solltest, wenn du dir ein neues iPhone zugelegt hast oder gerade auf das iOS 16 Betriebssystem aktualisiert hast, gibt es nämlich eine Menge Einstellungen, die du am besten direkt wieder ausschaltest. Was das bringt? Ganz einfach. Du schonst damit deinen iPhone-Akku, du schützt deine Privatsphäre und nicht zuletzt bewahrt dich das Abschalten mancher Funktionen vor sehr ärgerlichen Kostenfallen. Wie immer führe ich dich Schritt für Schritt durch alle Einstellungen, damit du sie parallel zum Video auf deinem iPhone nachvollziehen kannst. Das Video ist zwar in erster Linie für alle gedacht, die sich bisher noch gar nicht großartig mit den Einstellungen auf ihrem iPhone beschäftigt haben, aber auch wenn du schon auf dem iOS 15 Einstellungen geändert hast, solltest du dranbleiben, denn zum einen sind mit der neuen Version einige neue Einstellungen hinzugekommen und zum anderen kann es bei einem iOS-Update immer mal vorkommen, dass die eine oder andere Einstellung wieder zurückgesetzt wurde. Aber jetzt genug der Vorrede, machen wir uns ans Abschalten. Beginnen wir mit einer Einstellung, die mit iOS ganz neu hinzugefügt wurde und die wir direkt ausschalten. Wie du siehst, gibt es im Homescreen ein neues Suchfeld für die Spotlight-Suche, das aber leider brutal überflüssig ist. Denn die Spotlight-Suche kannst du auch ganz einfach durch ein kurzes Wischen nach unten irgendwo in der Mitte des Bildschirms aufrufen. Um das neue Suchfeld auszuschalten, gehst du in den Einstellungen auf Home-Bildschirm und unter dem Punkt Suche findest du den Regler für auf Home-Bildschirm anzeigen. Schalte ihn aus und du hast wieder die alte Anzeige, mit der du übrigens auch ganz schnell zwischen den Seiten deines Home-Bildschirms hin und her schalten kannst. Du gewinnst damit also eine Funktion hinzu und verlierst nicht wirklich irgendwas. Auch nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist die Funktion der Fotos-App, die an verschiedenen Stellen auf deinem iPhone Fotos aus deiner Fotobibliothek anzeigt. Zum Beispiel in der Suche oder auch in Widgets. Vielleicht zeigst du ja gerade jemandem dein neues iPhone und es werden ungefragt private Fotos angezeigt? Möchte man vielleicht nicht. Mit iOS 16 kannst du das jetzt abschalten. Gehe dazu auf Einstellungen, Fotos und scrolle runter zu empfohlene Inhalte anzeigen. Schalte diesen Regler auf aus, um nicht an unerwarteter Stelle von privaten Fotos überrumpelt zu werden. Wo wir gerade bei peinlichen Momenten sind, unter Einstellungen und Mitteilungen gibt es den Eintrag Bildschirmfreigabe. Stelle sicher, dass die Mitteilungen hier ausgeschaltet sind, denn sonst könnte es dir passieren, dass du gerade deinen iPhone-Bildschirm mit anderen teilst, zum Beispiel in einem Zoom-Meeting, und es kommen Mitteilungen aus deinen Mails oder Chat-Apps eingeflogen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Erspare dir also peinliche Momente und schalte das aus. Während diese Bildschirmfreigabe keine neue Einstellung war, gibt es für die Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm mit iOS 16 neue Darstellungsoptionen, die du vielleicht auch ändern möchtest. Die neue Standardeinstellung nennt sich Stapel und gruppiert die Mitteilungen nach App sortiert, wobei sich die Einträge überlappen. Falls dir das nicht zusagt, kannst du das ändern auf Liste, das ist die Darstellung, wie sie vorher bei iOS 15 war, oder du wählst mit Anzahl eine ganz kompakte Ansicht, die dir die Mitteilungsplaketten nur etwa eine Minute anzeigt. Danach wandern sie in eine sehr unauffällige Textnachricht am unteren Ende des Bildschirms. Wähle hier einfach die Darstellung aus, die dir am meisten zusagt. War bei den ersten Einstellungen schon was für dich dabei? Dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch verpasst, denn schließlich könnten diese Tipps dann ja auch anderen Zuschauern weiterhelfen. Also schnell jetzt ein Like vergeben und weiter geht's. Unnötige Werbebenachrichtigungen, ob von Apple oder anderen Anbietern, braucht eigentlich kein Mensch. Also schalten wir die auch gleich aus. Tippe in den Einstellungen auf deinen Namen, dann auf Name, Telefonnummer, E-Mail und scrolle runter. Dort siehst du unter Abonnements zwei oder vielleicht sogar noch mehr Schieberegler. Einmal Ankündigung von Apple und einmal Apps, Musik, TV und mehr. In beiden Fällen handelt es sich um E-Mails und Mitteilungen, zu deren Erhalt du hier einwilligst. Das schalten wir also direkt mal aus. Achso, und wer sich fragt, wie alt ich bin, das ist leider nicht mein Geburtsdatum, aber vielleicht findest du ja heraus, was es mit dem Datum auf sich hat. Tipps bitte in die Kommentare. Weiter geht's. Es gibt sogar noch mehr an Werbebenachrichtigungen auszuschalten. Gehe einen Schritt zurück und dann auf Medien und Käufe. Lass dir dann deinen Account anzeigen und du siehst hier unten personalisierte Empfehlungen. Wenn das aktiviert ist, dann darf Apple deine App-Nutzung, Downloads, Käufe und andere Aktivitäten, was auch immer das sein mag, dazu verwenden, um Empfehlungen für dich zu verbessern. Mir ist es lieber, wenn Apple nicht so viele Nutzungsdaten verarbeiten darf, daher schalte ich das aus.
Unter dem Einstellungspunkt Datenschutz und Sicherheit befindet sich eine komplette Übersicht darüber, auf welche Basisfunktionen die von dir installierten Apps zugreifen dürfen. Besonders wichtig finde ich hier Fotos, Kamera, Mikrofon. Exemplarisch gehen wir mal in Mikrofon und überprüfen, welche Apps Zugriff auf das Mikrofon in meinem iPhone haben. Wenn du zum Beispiel gerne Sprachnachrichten verschickst, musst du natürlich den Chat-Apps Zugriff auf das Mikrofon gestatten. Oder Zoom, wenn du mit dem Handy an Zoom-Konferenzen teilnimmst. Aber in vielen Fällen benötigen die Apps das Mikrofon nicht. Zum Beispiel braucht YouTube mein Mikrofon nicht zu nutzen. Und da ich Google Maps nie mit Sprachbefehlen steuere, benötigt diese App auch keinen Mikrofonzugriff. Du siehst, es hängt ja ganz individuell von deiner Nutzung ab. Aber nimm dir die Zeit und gehe einmal durch die Berechtigung der Apps für Kamera, Fotos und Mikrofon und erlaube nur das, was du benötigst. Wir gehen von Mikrofon wieder einen Schritt zurück und sehen Sensor- und Nutzungsdaten. Ich habe mich ja gefreut über all die Kommentare, die mir sagten, warum willst du keine Daten zu Studienzwecken freigeben, wenn du doch dein iPhone nutzt? Weil ich in den Informationen dazu lesen kann, was das alles beinhaltet. Nämlich zum Beispiel die Verwendung der Tastatur, wie viele Nachrichten ich sende, wie viele Anrufe ich tätige und erhalte, welche Apps ich verwende etc. Man kann Apple da nun vertrauen, dass sie die Daten schon wirklich sicher an die entsprechenden Stellen weitergeben oder man kann es einfach abgeschaltet lassen. Vielleicht bist du ja auch der Meinung, dass Apple auch so schon genug über dein Nutzungsverhalten erfährt. Weitere Datenfreigaben über dein Verhalten als Nutzer kannst du weiter unten unter Analyse und Verbesserung ausschalten. Ich empfehle hier, alle Schieberegler auf auszustellen. Das sind übrigens inzwischen eine ganze Menge geworden, wie du siehst. Denn ich möchte nicht automatisch und täglich Diagnose- und Nutzungsdaten an Apple senden. Nenn mich einen Datengeizhals, aber das möchte ich einfach nicht. Auch nicht bei der Option Sicherheit verbessern, denn wenn man sich durchliest, was dahinter steckt, bedeutet das eben, dass Apple die erhobenen Daten auch offenlegen darf. Das kannst du in den Infos dazu nachlesen. Nicht zuletzt schonst du damit natürlich auch deinen iPhone-Akku, wenn du diese täglichen Datenübertragungen abschaltest. Und zwar am besten zuerst die iPhone-Analyse ganz oben und dann die verbleibenden drei Regler. Wir gehen wieder einen Schritt zurück und sehen, hier gibt es noch Apple-Werbung. Hatten wir das nicht vorhin schon abgeschaltet? Nein, hier geht's um personalisierte Werbung. Personalisierte Werbung ist für manche ein Fluch und für andere ein Segen. Aber eines ist ziemlich klar, du wirst durch ein Ausschalten nicht weniger Werbung zu sehen bekommen, nur weniger zielgerichtete Werbung. Man darf die Wirkung hier also nicht überschätzen. Daher gibt es auch nur eine abgeschwächte Empfehlung von mir zum Abschalten. Wieder gehen wir einen Schritt zurück und scrollen ganz nach oben. Dort findest du als zweiten Punkt Tracking. Das habe ich schon mehrfach in vergangenen Videos erwähnt. Hier geht es darum, dass die App-Betreiber über ihre eigene App hinaus dein Verhalten in anderen Apps und auf Websites tracken dürfen. Und es gibt wirklich keinen guten Grund, weswegen man das als Nutzer wollen könnte. Daher empfehle ich hier ganz klar, stelle oben den Regler aus. Das betrifft dann alle zukünftigen Anfragen. Und mit Apps auffordern, Tracking zu stoppen, widerrufst du die Erlaubnis für die Apps, denen du das möglicherweise in der Vergangenheit gestattet hast. Hier im Beispiel wäre das Facebook. Nun gehen wir wieder einen Schritt zurück und auf den Punkt ganz oben, Ortungsdienste. Diese solltest du nicht generell ausschalten, denn manche Apps sind ohne Ortungsdienst ziemlich nutzlos, zum Beispiel Karten- und Navigations-Apps. Aber fast keine App benötigt dauerhaften Zugriff auf deinen Standort. Deswegen gehst du am besten einmal die Liste hier durch und stellst sicher, dass in der rechten Spalte nicht immer steht, sondern entweder nie oder beim Verwenden. Einzige Ausnahme, du siehst es hier vielleicht schon, sind die Katastrophenwarn-Apps, in meinem Fall Katwarn und Nina. Diese Apps benötigen fortlaufend Zugriff auf deinen Standort, um dich warnen zu können, ob dort, wo du dich gerade befindest, eine Katastrophenwarnung besteht. Bei allen anderen Apps, hier zum Beispiel Instagram, genügt es aber, wenn du der App nur beim Verwenden deinen Standort freigibst und darunter der genaue Standort. Das brauchst du nur bei Karten- und Katastrophenwarn-Apps. Schalte das bei allen anderen Apps einfach aus und spare damit Akkuleistung ein. Übrigens, falls eine App deinen Standort sehr häufig abfragt, bekommst du auch manchmal Hinweise in deinem iPhone eingeblendet. Also gibt dir Apple hier auch selbst den Tipp, die Berechtigung für Standortabfragen ab und zu überprüfen. Neben den Ortungsdiensten für Apps gibt es auch die Systemortungsdienste. Diese findest du, wenn du hier auf der Übersicht ganz nach unten scrollst und auf Systemdienste tippst. Du kannst hier eine ganze Menge ausschalten, aber bitte, bitte dabei nicht das Gehirn ausschalten. Ein Beispiel, wenn du HomeKit-Geräte bei dir zu Hause im Betrieb hast, die zum Beispiel das Licht anschalten, wenn du die Wohnung betrittst,
dann solltest du die HomeKit-Ortung natürlich nicht ausschalten. Alle anderen können diesen Regler problemlos auf Ausstellen. Und die Kompasskalibrierung, die kannst du zwar auch ausstellen, allerdings bekommst du dann in Google Maps nicht mehr die Richtung angezeigt, in die du dich bewegst. Wer also nicht bei den Pfadfindern war, der lässt auch das lieber angeschaltet. Außerdem solltest du auf jeden Fall angeschaltet lassen, mein iPhone suchen, Notruf und SOS, Standort teilen, wenn du diese Funktion nutzt, zum Beispiel in WhatsApp, und Systemanpassung, wenn du die Funktion optimiertes Laden für dein iPhone verwenden möchtest. Alle anderen Systemdienste kannst du ausschalten und dazu zählt auch am Ende der Liste wichtige Orte. Wichtige Orte wird zum Beispiel dazu verwendet, dass Apple Rückschlüsse darauf ziehen kann, wo deine Wohn- und deine Arbeitsadresse ist. Das kann mal hilfreich sein, wenn es auf deiner Pendelstrecke Stau gibt. Die Frage ist aber, ob damit das fortlaufende Tracking deiner gesamten Aufenthaltsorte gerechtfertigt ist. Ich habe das mal absichtlich angeschaltet gelassen und wie du siehst, wird da schnell ein richtiges Bewegungsprofil draus. Jetzt, wo ich das gezeigt habe, lösche ich den Verlauf, also die bisher gespeicherten Daten, und schalte diese Funktion aus. Wir gehen wieder einen Schritt zurück zu Systemdienste und kurz vor Ende der Seite gibt es drei Regler für Produktverbesserungen. Hier gab es von einigen Zuschauern kritische Anmerkungen, aber ich bleib dabei. Apple ist eine der kapitalstärksten Firmen der Welt und kann es sich dank seiner teuer verkauften Produkte ganz sicher leisten, diese auch eigenständig zu verbessern, ohne dafür deine Daten zu verwenden. Und selbst wenn es nicht so wäre, es gibt immer noch mehr als genug Menschen, die diese Einstellungen angeschaltet lassen werden, sodass du sie ganz beruhigt ausschalten und dabei auch wieder etwas Energie sparen kannst. Die nächste Einstellungsempfehlung ist speziell für alle Nutzer ohne Datenflatrate. Tippe im Einstellungshauptbildschirm auf deinen Namen, dann auf iCloud und dann iCloud Backup. Hier gibt es den Regler Backup über mobile Daten. Meine Empfehlung hier, schalte das aus, außer wenn du eine echte, und ich meine wirklich komplett ungedrosselte Datenflatrate hast. Schau in deinem Vertrag nach, wenn du dir nicht sicher bist. Ich habe keinen sogenannten Unlimited-Tarif, weil ich lieber durch einen günstigen Vertrag Geld spare. Aktuell habe ich sogar nur 8 GB auf meinem Datentarif frei, weil der Vertrag schon etwas älter ist. Wie du unten siehst, ein einziges komplettes Backup meines iPhones benötigt so viel Daten wie mein Freivolumen. Daher wäre es für mich ziemlich ungünstig, Backups über das Mobilfunknetz zu machen. So komme ich aber mit meinen 8 GB locker über die Runden. Und das, obwohl ich mich durchaus als Vielnutzer bezeichnen würde. Da du noch dran geblieben bist, interessieren dich möglicherweise noch mehr Videos dieser Art. Wenn das so ist, dann abonniere einfach meinen Kanal, aktiviere die Glocke daneben für alle Videos und du wirst in Zukunft immer benachrichtigt, wenn ich neue Tipps veröffentliche. Wir gehen in den Endspurt mit den letzten 8 Abschalttipps für iOS 16 und zwar mit einem Tipp für alle 5G-Nutzer. Die soll es ja inzwischen sogar in Deutschland geben. Schau unter Einstellung und dann Mobilfunk bei Sprache und Daten nach und stelle sicher, dass hier 5G automatisch aktiv ist, denn dann wird 5G nur verwendet, wenn die Batterielebensdauer nicht stark darunter leidet. Bei 5G aktiviert wird 5G nämlich immer genutzt, wenn es verfügbar ist. Auch wenn das zu Lasten des Akkus geschieht. Und wo wir gerade hier sind, gehe einen Schritt zurück und wähle Datenmodus aus. Hier empfehle ich, wenn du einen eher kleinen Vertrag hast wie ich, den Datensparmodus zu wählen. Denn dann reduziert das iPhone automatische Updates und Hintergrundaktionen, wenn du mit dem Mobilfunknetz verbunden bist. Eine weitere Einstellung hier, die du ausschalten solltest, scrolle auf der Seite Mobilfunk ganz herunter und du siehst den Regler iCloud Drive. Hier geht es um das Übertragen von Dokumenten und Dateien in iCloud. Also den Dateien, die sich in der Dateien-App befinden und in iCloud gespeichert sind. Falls es da nämlich um größere Dateien geht, kann das auch ganz schnell dein Freivolumen ausreizen, wenn dieser Regler nicht ausgeschaltet ist. Eben hatten wir kurz über die Aktionen im Hintergrund gesprochen. In den Einstellungen findest du unter Allgemein den Punkt Hintergrundaktualisierung. Die Hintergrundaktualisierung bedeutet nicht, dass dadurch zum Beispiel Benachrichtigungen in Chat-Apps schneller an dich zugestellt werden, denn Benachrichtigungen laufen über ein komplett separates System, sondern es geht hier um inhaltliche Aktualisierung in den Apps, während du sie nicht benutzt, sodass also zum Beispiel die Ergebniszwischenstände in der Kicker-App im Hintergrund aktuell gehalten werden. Da die Ergebnisse auch immer dann aktualisiert werden, wenn ich die App aufrufe, brauche ich das nicht. Wenn ich aber mit einem WLAN verbunden bin, ist es kein Problem. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, empfehle ich dir einfach hier in Hintergrundaktualisierung WLAN zu aktivieren und dann hast du unterwegs keine unnötigen Datenübertragungen, selbst wenn hier alle Regler auf An sein sollten. Kennst du das, wenn du eine App heruntergeladen hast und diese dich schon nach 2 Minuten fragt, ob du eine Bewertung im App Store für sie hinterlassen kannst? Das ist ziemlich aufdringlich.
Das Gute ist, du kannst das ausschalten. Gehe einfach in den Einstellungen auf App Store und dann runter zu Bewertungen in Apps. Schalte den Regler hier auf aus und du wirst nicht mehr um Bewertungen von Apps gebeten. Das spart Zeit und Nerven. Die nächste Einstellung findest du in der Apple Mail App. Gehe von den Einstellungen in Mail und dort auf blockierter Absenderoption. Hier kannst du festlegen, was mit E-Mails geschehen soll, die von Absendern stammen, welche du blockiert hast. Wie du Absender blockierst, zeige ich dir in dem Video, das ich oben verlinkt habe. Also, in der Regel blockiert man Absender ja, weil man deren E-Mails nicht mehr im Posteingang sehen will, richtig? Und damit das auch so ist, stelle sicher, dass unter Aktionen in den Papierkorb bewegen aktiviert ist. Denn sonst bleiben diese Nachrichten in deinem Posteingang und du ärgerst dich vielleicht jedes Mal aufs Neue darüber. Die letzten beiden Einstellungen betreffen den Safari-Browser. Gehe von Einstellungen in Safari und scrolle runter zu Top-Treffer vorab laden. Wenn das aktiv ist, dann lädt Safari bei jeder Suchanfrage im Hintergrund schon den Inhalt des ersten Suchtreffers, weil es sich sicher ist, dass du doch auf jeden Fall das erste Suchergebnis antippen wirst, oder? Keine Ahnung, aber ich wähle zumindest sehr oft nicht das erste Suchergebnis, zum Beispiel wenn ich einen unabhängigen Tarifvergleich mache möchte und einer der Anbieter selbst ist auf Platz 1. Passiert immer mal wieder. Und deshalb verschwendest du mit dieser Funktion schlichtweg eine Menge an Datenvolumen. Gäbe es hier die Möglichkeit, das Vorabladen nur bei einer WLAN-Verbindung zu erlauben, so wie eben bei Hintergrundaktualisierung, würde ich das wählen. Leider gibt es eine solche Option nur im Chrome-Browser von Google. Dort kann ich Webseiten vorabladen nur bei WLAN einstellen. Das dürfte Safari gerne mal nachmachen. Und eine weitere Einstellung speziell für den Safari-Browser. Gehe in den Einstellungen auf Safari und scrolle runter bis zum Abschnitt Datenschutz und Sicherheit. Hier gibt es die sogenannte datenschutzwarnende Werbungsmessung und lange Geschichte kurz zusammengefasst. Das ist Apples trickreicher Weg, Werbetracking durch die Hintertür wieder einzuführen. Aber nach ihren Spielregeln, nachdem sie es seit iOS 14.5 für andere Betreiber sehr schwer gemacht haben, die Nutzer zu tracken. Siehe dazu Tipp Nummer 11 in diesem Video. Apple nennt das zwar datenschutzwahrende Werbemessung, aber es bleibt eine Form von Tracking. Und ich sage mir, lieber kein Tracking als ein datenschutzwahrendes Tracking. Dieser Regler gehört nach meiner Empfehlung also ebenfalls auf aus. Vielen Dank, dass du dich mit mir durch die 24 Einstellungen gehangelt hast, die du auf deinem iPhone ausschalten solltest. Nun ist Ausschalten natürlich sehr reizvoll, aber es gibt auch Funktionen, die du auf deinem iOS 16 iPhone einschalten solltest. Welche das sind, erfährst du in meinem nächsten Video, das ich dir dann hier neben mir verlinke. Und wo du gerade dabei bist, kannst du doch eigentlich direkt weitermachen, oder? Also bis gleich!